Ja, hallo, und es freut mich natürlich riesig, auch euch beide hier das erste Mal bei uns im Musikkarussell begrüßen zu dürfen. Hallo Sabine, hallo Gerd. Hallo. Ja, hallo auch von mir. Ja, einen wunderschönen guten Abend den Zuschauern vor dem Bildschirm und natürlich den Zuschauern hier im Saal. Ja, es ist wunderschön, also wenn man euch beide so hört, da kommt mir so in den Sinn, so Dr. Zhivago und so richtig die Klänge so aus der Wolga und halt aus dem tiefen Russland von früher. Ist das auch irgendwie ein bisschen das, was ihr ausdrücken möchtet, so alte Volksweisen oder wie ist das? Ist das in Deutsch gefasst oder in Russisch oder was? Also wir singen in Deutsch, denn wir sagen, wir sind Deutsche und wir singen auch Deutsch, aber die Texte handeln von Russland, von der kalten Heimat, sage ich immer, denn sie haben besondere Lebensgewohnheiten, Liebe, Schmerz, Sehnsucht, das ist das, was in den Liedern so vorkommt. Ja, und bei euch ist das ja auch ganz, ganz irgendwie halt lustig, will ich nicht sagen, aber so ganz spontan eigentlich zustande gekommen mit dem Russischen eigentlich. Und zwar, ihr habt beide in der Formation, was ihr jetzt seid, habt ihr früher auch schon zusammen gesungen. Und wie ist das dann mit dem Russischen gekommen? Ja, Biene, sag du doch auch mal ja, was. Sie ist möchte immer so ich auch schüchtern. Gerne, aber du fängst immer an. Ja, wir waren zu einer Galaveranstaltung von einer großen Firma in Deutschland und hatten dort für einen netten älteren Herrn, für den Senioren dieser Sache, ein Lied singen dürfen. Und das war damals das Wolga-Lied.
Und dieses Lied ist so gut bei dem Publikum angekommen, also den älteren Herrschaften, denen standen die Tränen in den Augen, uns zum Schluss auch. Und da haben wir gemerkt, hier ist irgendwas, was fesselt uns auch. Und das war nicht nur uns so gegangen, sondern das war auch damals unser Management und unseren Promotern so gegangen und vor allen Dingen dem Publikum so gegangen. Und da haben wir gesagt, uns zusammengesetzt und haben gesagt, ich glaube, das ist so etwas für uns, denn wir singen gerne Lieder von Herz, Schmerz, bringen das auch gern rüber, mögen auch die Folklore ein bisschen und haben dann gesagt, ich glaube, das passt. Und die Statur passt ja auch ein bisschen dazu von ihm, ne? Also ihr beide könnt das ja auch wunderbar umsetzen, also nicht bloß zu zweit, sondern ab und zu auch mal zu dritt, denn ihr habt ein wunderschönes Musikhotel. Und zwar ist das wo gelegen? Erklärt uns das ja, mal. Ja, das liegt im Herzen Thüringens in Friedrichroda. Das ist in der Nähe von Oberhof. Ein wunderschönes, verträumtes Städtchen. So richtig im grünen Herz von Deutschland. Und da finden auch immer regelmäßig unsere Programme statt. Und meine Tochter, die Peggy, die singt im Programm auch mit. Und ihr habt aber auch große Veranstaltungen, was ihr dort habt, und zwar das nächste Jahr. Erzähl mir mal kurz. Ja, also im nächsten Jahr haben wir verschiedene Großveranstaltungen. Einmal die internationale Muttertagsgala, die ist immer bei uns, die ist jetzt schon fast ausverkauft. Es passen leider immer nur 1000 Leute rein, aber ist ja auch gut, wenn sie ausverkauft ist, ne? Dann bespielen wir die Bergbühne in Fischbach, ein Naturtheater, die Frauentagsveranstaltung. Ja, und dann haben wir noch so ein paar spezielle Projekte, auch in Zusammenarbeit mit Künstlern aus Österreich. Aber da reden wir später noch drüber. Das ist noch nicht ganz so weit. Und wer jetzt gerne mehr von euch hören möchte oder lesen möchte, kann das natürlich auch im Internet tun. Also ihr habt eine Homepage, wo man nachlesen kann, was das ihr macht, wo, was für Tonträger das ihr schon habt. Ich glaube, eine CD habt ihr schon? Also ich weiß jetzt, das weiß Sabine besser. Wir haben die erste CD als Duo Zarewitsch, aber wir haben schon verschiedene CDs. Wir haben jetzt auch wieder eine neue Weihnachts-CD auf den Markt gebracht. Sie haben wir erst vorgestern bekommen, ne? Die ist noch richtig warm. Und naja, schauen wir mal, was es so noch wird. Genau, und unsere erste CD, die hieß Gemeinsame Wege, war auch sehr erfolgreich. Und wie man sieht, die gemeinsamen Wege sind auch nach 5 Jahren immer noch geebnet für uns. Ja, im Gegenteil, ich glaube, sie haben sich so richtig zusammen zu einem Strang geknotet und sind ganz, ganz fest geworden, weil ich glaube, es ist was ganz Tolles und Spezielles, was ihr eigentlich in der Formation als Duo Zarewitsch dem Publikum bieten könnt. Ich ganz, ganz toll. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg noch weiterhin. Ja, und wir möchten dem Publikum alles Gute wünschen, ein schönes Weihnachtsfest. Und wie sagen wir Thüringer, bleibt immer schön gesund. Wenn ihr gesund seid, den Rest mehren wir uns schon so hin, wie wir es brauchen. In diesem Sinne, Dankeschön und ein gutes Nachhausekommen. Danke. Ja, und bevor es bei uns weihnachtlich weitergeht, noch ein kleiner Ausblick ins Jahr 2010. Sie können sich noch zu Hause, natürlich hier im Dorfpark, ganz, ganz schnell noch anmelden zu unserer Musikkreuzfahrt durchs Mittelmeer von 30. Mai bis 6. Juni auf dem 5-Sterne-Luxusliner Costa Serena. Natürlich gibt's auch Infos wieder, wie gewohnt, nach der Sendung bei unserem Infotrailer. So, jetzt geht's bei uns musikalisch weiter mit unserer nächsten Sängerin. Sie kommt aus Vorarlberg, genau gesagt aus Lustenau, und jetzt wird's so richtig klassisch. Eine klassische Ausbildung. Seit 4 Jahren macht sie das Ganze und ist mittlerweile ein fixer Bestandteil in der deutschen und in der klassischen Musikwelt. Ein Riesenapplaus nun für unsere Interpretin aus Vorarlberg, die Iris R.